Ja, hallo, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge. Gothic, das Korsarennest, der Prolog zu Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ist ein bisschen her gewesen, dass ich mir hier jetzt wieder eine neue Folge herrichte. Jetzt muss ich mal gucken, wie war denn das jetzt nochmal? Okay, jetzt geht er da runter. Weil ja alle gegen mich sind, werde ich mal versuchen, irgendwie doch noch eine Lösung zu finden. Ich werde erstmal rüberschwimmen zur Insel und wir sehen uns gleich. Also, wenn ich da auf der Insel bin. Ja, da sind wir wieder. Es verhält sich nämlich so, dass nämlich alle gegen mich sind da oben. Da in dem ganzen Gewirr und Gewarr. Der Hook ist nicht gegen mich. Schauen wir mal ins Logbuch rein. Schildkröten für den Koch, den wollte ich ja schicken. Aber, ach nee, Quatsch, die muss ich ja noch finden, die Schildkröten. Versteckte Beute der Captain, die Wette, die Flucht. So, habe ich irgendwas an gescheiterten Missionen? Nee, habe ich nicht. Also ich mache nämlich Folgendes. Ich werde mal eine Runde schlafen, auch zur besseren Sicht. Nachdem ich hier die Tür, na, jetzt geöffnet habe. Und ich werde mich wohl einem Kampf stellen müssen, um zu gucken, was danach passiert, auf Anraten von Alain Delphon. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Bin ausgeruht. Und ich gucke mal nach in meinem Inventar und ich habe 1030 Gold. Das wird natürlich, müsste ich irgendwo verstecken. Wieso will ich denn hier wieder rum? Turner. Nichts zu holen. Ach so. Den Turner habe ich natürlich irgendwie in einer der Folgen irgendwie umbringen. Nein, ich habe den nicht umgebracht. Der ist ersoffen, aber nicht hier. Das sind auch wieder so lustige Geschichten. Auf einmal taucht er hier der Turner auf. Ja, lustig. Wollen wir sterben? Ja. Was liegt denn hier jetzt plötzlich? Ach nee, das ist Textur. Es ist auch ein bisschen länger her, dass ich wieder hier diese Folge weitermache. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu mit diesen Folgen. Ich werde sie auch wieder weitermachen. Es ist auch so, dass. Was ist denn hier los? Wieso ist ein Snipe kaputt? Jetzt ist hier aber was ganz Komisches am. Oh, da wollte ich jetzt gar nicht. Oh. Mist, jetzt bin ich hier. Scheiße. So, jetzt bin ich wieder hier und ich werde mal keine Nacht schlafen. Und hier liegt kein toter Turner. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr komisch. Das ist sehr komisch. Und Snipes müsste dann demzufolge hier oben stehen und nicht hier tot über den Zaun hängen. Doch! Was denn das? Wieso ist Snipe hier kaputt? Was ist denn das für ein Kram? Muss das so? Fragezeichen. Dass ich jetzt umgebracht? Haben die alle Angst vor mir? Der Nett ist Hey. noch da. Zeig mir Taschendiebstahl. Zeig mir, wie ich ein Schloss knacke. Ja, ich will meine Geschicklichkeit verbessern. Lass mal selber gucken, wie viel ich eigentlich habe. Ich habe sogar 19 Lernpunkte. Jetzt muss ich aber wirklich mal gucken hier. Speichern. Was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir den Temp hier. Ich will. Ey, das ist echt. Ey, das ist das verwirrend. Okay. Dann werde ich jetzt doch noch mal eine Runde schlafen. Wie spät haben wir es denn eigentlich da? Ah, okay. Das dämmert jetzt zur Nacht. Es blaut die Nacht. Nee, Weihnachten war schon. Kein Loriot mehr. Jetzt schlafen wir noch mal noch eine Runde. Und ja, ganz normal, regulär bis zum nächsten Morgen. Dann gucken wir noch mal vor der Tür, ob da der Turner liegt. Der da hingespawnt worden ist. Nee, diesmal nicht. Okay. Das ist jetzt anders. Das ist echt lustig. Versteht das einer? Ich verstehe es nicht. Hier liegt Snipe noch tot über dem Zaun.
Hat der eigentlich noch irgendeine questrelevante Geschichte? Ich weiß es nicht. Ich muss irgendwie jetzt eine Truhe suchen, damit ich mein Gold da drin vergraben kann. Überlegen. Nee, ich brauche ja gar keine Truhe. Ich kann einfach das Gold loslassen. Irgendwo dahin schmeißen. Es sei denn, die Gothic-KI ist so intelligent, dass die NPCs... Ah, oh, ich sehe Gold! Alles klar! Nee, ich werd's jetzt mal fallen lassen, das Gold. Das ist aber Schwefel und nicht Gold. Hier ist das Gold. So. Schmeißen wir da hin. Und gucken, jetzt wie er drauf ist. So, jetzt hat er mich genatzt. Jetzt wollen wir mal gucken. Noch nicht mal Gold. Okay. Deine Waffe nehme ich mal mit. Ach du Scheiße. Jetzt hat er mir die Waffe abgenommen. Ja, so weit bekloppt ist jetzt aber auch. Wach auf. Shit. Wieso wirklich jetzt nicht mehr? Nö. Hehe. Muss ich nochmal versuchen. Obwohl, ich brauche gar keine Truhe. Sondern ich kann ja auch, bevor ich hier einer von den Korsaren mich begegnet, dann kann ich ja schon mal ganz smooth meine Sachen hier wegballern. Zum Beispiel, ich werde mal völlig waffenlos weggehen, also beziehungsweise unterwegs sein. Die Waffe mache ich weg, die Waffe mache ich weg. Das rostige Schwert lege ich einfach mal aus Jux an. Und natürlich ganz wichtig, das Gold muss weg. So, das haben wir erstmal weggeballert. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich hier auf die Peoples treffe. Oh, wer rennt denn da rum? Oh weia, oh weia. Da kommt einer da ganz gezielt auf mich zu. Nee, es ist soweit, dass es 8.23 Uhr ist und Haifisch-Show hier ist. So, Haifisch-Show. Du schon wieder? Willst ja, du ich schon noch wieder. Mal mit mir anlegen, oder was? Eigentlich nicht. Ich mach mal Ende. Da bist du ja Penner. Alle kommen auf mich los. Ich kann hier gar nichts machen. Ah, jetzt. Ja, das ist natürlich chancenlos. Noch nicht mal Gold. Deine Waffe nehme ich mal mit. Ja, viel Spaß. Los. Wach auf. War mal der Meinung, dass man... Oh. Man kann sogar ein bisschen... Ach nee, das war eine Animation. Ich dachte immer, man könnte mit Drücken und Machen und Tun... Könnte man da was reanimieren. Dann nehmen wir mal lecker Fischsuppe. Aber die bringt ja nicht so viel. Echt nicht? Nee, nur 4. Was habe ich denn hier an Fleischen? Ach, nehmen wir mal hier. Reine Lebensenergie. So, speichere ich mal auf dem Slot. So, kann ich jetzt Haifisch-Show ganz normal du ansprechen? Schon wieder? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Nein, möchte was? Ich nicht. Handeln Zeig wir mir mal. Deine Waffe. Gut, aber verschon mich. Ja, mit dem Gequatsche verschonen. Das ist doch schön, richtig. Was ist denn hier? Vergessen. Was kostet... Nein, ich habe kein Gold bei. Aber trotzdem will ich erstmal gucken, wie er denn jetzt reagiert. Jetzt geht's wieder in den Kampfmodus. Und ich komme hier wieder nicht weg. Warum? Warum ist das so? Mal gucken, ich laufe mal weg. Uah. Jetzt laufe ich natürlich den anderen in die Arme. Denke ich mal. Hallo. Die kommen nicht mehr wieder oder die bleiben da noch am zappelnd hinter dem Felsen stehen. So, was ist mit euch? Humphrey? Ja, okay. Mhm, alles klar. Jetzt bin ich gerade von Bird niedergeschlagen worden, schon zum dritten oder vierten Mal. Nachdem er dann sagt... Ich denke, dir ist jetzt klar, wen du vor dir hast. Was willst du? Ja, und ich will jetzt abhauen. Das ist dein Ende, du miese Ratte. Und dann geht's hier von vorne los. Ich komme hier nicht weg. Schade.
Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Auch bei Mendoza habe ich keine Chance. Ich bleib hier hängen. Ich werde wieder umgenietet. Jo. Schöne Schamdidel-Schamdudel-Sache. Du hast noch nicht mal Gold dabei? So, einen anderen Speicherpunkt mal genommen und mal gucken, was mit Jerome ist. Hey. Wie kannst du mir denn über das Schärfen von Waffen beibringen? Bring mir eine Waffe. Diesmal ruf bei den Korsaren. Kannst du mir etwas verkaufen? Nachdem mich jeder hier umnippelt, werde ich wohl überhaupt gar keinen Ruf mehr bei den Korsaren haben. Wie ist mein Ruf bei den Korsaren? Dein Ruf? Nun mal überlegen. Humphrey hält dich für ein Weichei. Zudem meinte er, dass man dich am besten über die Planke schicken sollte. Aber letzteres sagte er zu mir, als er wieder einmal sturzbesoffen war. Also nimm das nicht so ernst. Bert hält dich für einen fähigen Burschen. Na, sein Vertrauen hättest du schon einmal. Brad hat mir erzählt, dass du ihm bei der Jagd geholfen hast, als es ihm so schlecht ging. Daher ist er dafür, dass du in die Crew aufgenommen bist. Du hattest für mich die Strandwache übernommen. Klar doch, ich bin vollkommen zufrieden mit dir. Du hast dich erfolgreich gegen Snipe behauptet. Viele Korsaren haben jetzt richtig Respekt vor dir. Du hast dich um das Alligatorenproblem an unserer Küste gekümmert. Jetzt hat sogar der Alte vor dir Respekt. Haifisch Joe hält überhaupt nichts von dir. Und das wird, denke ich, sich so schnell auch nicht ändern, wie ich den Burschen kenne. Du hast zwar jetzt viele für dich gewinnen können, aber einige sind noch skeptisch. Du wirst zwar schon von einigen der Männer respektiert, aber es reicht noch lange nicht. Du wirst wohl noch mehr von der Crew überzeugen müssen. Und wie soll ich das machen? Dann gucken wir doch mal. Schildkröten, Harry misstraut mir. Jerome gab mir Harry, das ist das. Aber hier steht wahrscheinlich nichts drüber über. Das ist die Wette mit dem Saugen. Erfüllte Mission, Goldgier, Alligatoren, durstige Strand. Okay, gescheiterte nix. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Hier abgespeichert habe ich. Hier ist ja Mendoza, sein Reich. Da gehen wir mal weg. Haifisch Joe hält nichts von mir. Mit Snipes habe ich es aufgenommen, sagt er. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich es mit Snipe aufgenommen habe. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Vielleicht sollte ich bei Ned doch noch ein bisschen was lernen. Geschicklichkeit, was ist denn jetzt hier mit dem Schlösserknacken? Wieso ist das jetzt nicht mehr da? Verstehe ich nicht. Was ist denn hier los, sag mal? Das verstehe ich jetzt alles nicht. Jetzt alles durcheinander. Ich will meine... In Ordnung, Jones. Du hast nicht genug Gold bei dir, Jones. Umsonst werde ich denn... Ja, ist klar. Hey. Aber trotzdem... Schlösser knacken? Versteht das einer? Gucken wir mal mein Zeug noch da ist. Ach, da ist Haifisch Joe wieder. Ach, du liebes bisschen. Du schon wieder? Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Nee, will ich nicht. Ja. Jetzt kommen sie wieder alle auf mich zu. Also irgendwie ist hier der Wurm drin. Es ist der Wurm drin. Nochmal bei Ned, nachdem ich mich hier um Haifisch Joe herumgewunden habe, um unten mein Gold und meine Waffen zu holen. Hey du! Und jetzt können wir auch sehen, zeig mir Taschendiebstahl und zeig mir, wie ich ein Schloss knacke. So, ich habe 19 Lernpunkte, also werde ich jetzt mal bei ihm lernen, wie ich ein Schloss knacke. Zeig mir, wie ich ein Schloss knacke. Schlösser knacken ist die hohe Kunst der Diebe. Du brauchst eine Menge Fingerspitzengefühl und Intuition und ein paar gute Dietriche. Allerdings sind manche Truhen mit speziellen Schlössern versehen, die sich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen lassen. Wenn du also vor dem Schloss kniest, dann drehe dein Dietrich nach links oder rechts. Wenn du ihn zu stark oder zu schnell bewegst, dann wird er dir abbrechen. Aber je geschickter du wirst, desto leichter wird dir der Umgang mit deinem Werkzeug vor der Hand gehen. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Ich will meine Geschicklichkeit verbessern. Was haben wir denn überhaupt so? Jetzt kann ich ja Schlösser öffnen.
Runen erschaffen. Kann ich natürlich nicht schleichen. Weiß ich nicht, ob das hier in dieser Modifikation geht. 75 Stärke, 33 Geschick. Ha, 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 ha. Speichern. Wo ballern wir das hin? Machen wir das mal hier hin. So, mit Haifisch Joe. Der will mir auf die Ketten gehen. Ich werde mal versuchen, ihn... Mal gucken. Ja, okay, das funktioniert. Erstmal gucken, du schon sagt. Wieder? Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Eigentlich... Ach, Moment mal, jetzt gibt's... Jetzt steht hier wegen Sams Gold. Handeln, Rüstung ansehen, das ist neu. Wegen Sams Gold? Ja, Jones, was ist damit? Hast du es gefunden? Oh, weia. Ja, ich habe das Gold, 150 Goldstücke gegeben. Ja, ich habe das Gold, 100 Goldstücke gegeben. Nein, und da habe ich auch keine Lust mehr, danach zu suchen. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich das mache. Nein, und ich habe auch keine Lust mehr danach zu suchen. Ach nee, ich glaub dir kein Wort. Du willst doch das Gold nur für dich alleine behalten, du verdammter Mistkerl. Das sollst du mir büßen. Naja, gucken wir mal hier. Ob ich ihn hier... Ach Mist, der ist gut. Der ist gut. Mann. Ich könnte eventuell ihn schaffen, wenn hier nicht dieser Busch dabei wäre. Mist! Okay, das Ganze nochmal mit gezogener Waffe. Du schon wieder? Ja, ja. Wie? Ja, Joe. Mal gucken. Ja, ich habe das Gold und 100 Goldstücke. Mal gucken, was dann passiert. Ja, ich habe das Gold. 100 Goldstücke? Dann waren es also genau 200 Goldstücke, die ich Sam versteckt hatte. Gut, her damit. Mein Gott, ein Kampf. Oh, jetzt ist wieder alles im... der ist hängen geblieben. Mein Gott. Hau ab. Hau ab. Da liegt Snipe noch rum. Bleib doch da nicht hängen. Ja, 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 ja. Oh shit, ich dachte, der wäre ein bisschen mehr. Ich dachte, der würde richtig fallen, der Show-Haifisch. Show-Haifisch. Gucken. Wo ist er? Damit ich mal eben schnell was essen kann. Er ist nicht da. Gut. Oh Mann. Superklasse. Sind ja alles hier ganz witzige Muschelfleisch. Hab ich jetzt Schildkrötenfleisch eben weggegessen? Oh, ich glaube ich. Ich bin doof. So, wo ist er jetzt? Wo ist Haifisch Joe? Da unten ist er noch. Oh. Los. Heb deine Axt. Ah. Da mich Haifisch Joe sowieso natzt, dann werde ich ihm das Gold nicht geben. Du schon wie... Wie? So, nein habe ich nicht. Ach nee, ich glaub dir kein Wort. Du willst doch das Gold nur für dich alleine behalten, du verdammter Mistkerl. Ja, los. Ah. Mein Gott, ein Kampf. Schwierig. Mist. Mist, ich bin wieder sehr angeschlagen. Haifisch Joe, ich will dich nicht. Los. Hier rund. Oh, ich kann hier auf den Baum klettern. Was ist denn das für ein Kram? So, ich habe es nochmal versucht. Und zwar bleibt er da hinten stehen. Er ist angeschlagen. Ich natürlich auch. Das ist Schildkrötenfleisch. Das darf ich auf gar keinen Fall essen. Muschelfleisch, okay. So, zwei Äppelchen. Oh, Stärke plus eins. Na, das ist ja schön. Bananen hoffe ich, dass das kein Questgegenstand ist. So, was haben wir denn hier noch? Wacholder, ja toll, bringt mir nichts. Käse habe ich zu wenig. Fisch habe ich
Bishop. Das ist alles nicht so ergiebig hier. Feuernessel, wie sieht's denn mit Heilpflanzen aus? Ja, das ist ergiebiger. So, ist er da hinten noch am Rumtouren? Ja. Manometer. Oh, Peter. Spannend. So. Jetzt versuche ich ihn doch nochmal irgendwie hier zu kriegen. Ein Haifisch Joe. Okay. Der ist ein Drittel angeschlagen. Haifisch Joe hat mich wieder auf den Klo gehauen. Mist. Ja, das könnte klappen. Jawohl. Ihr werdet sich natürlich auch wundern, wie ich hier hingekommen bin. Ich bin einfach hier auf die Palme gesprungen. Und ich habe dann den Haifisch Joe hinter mir hergezogen. Und jetzt weiß ich nicht, komme ich da hier ohne Bedenken wieder runter, raus? Ja, coole Sache das. Haha. Gut, dann wollen wir mal gucken. Haifisch Joe haben wir jetzt besiegt. Hoffentlich liegt er noch ein bisschen bewusstlos hier rum. Schnell, schnell. Okay. Boah, Alter, wie viele Vergessenssprüche hat der? Haifisch Joe ist tot. Okay. Das ist mir jetzt ein bisschen zu komisch. Nicht zu plündern. Das ist ja... Hä? Also die Mod verstehe ich jetzt nun gar nicht. Wieso sind die denn jetzt echt... Ich verstehe nichts mehr. Wieso ist ein Haifisch Joe jetzt auch im A? Sehr komisch. So, der wird auf mich losgehen bestimmt. Auf jeden Fall ist er gespannt. Hallo? Ich denke, der ist jetzt klar. Ja, mir ist es klar. Ende. Moment. Jetzt wird... Abgerechnet, Jones. Jetzt kommen sie alle wieder auf mich zu, ist klar. Nee, 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 nee. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Ich kann die doch nicht alle umnippeln. Gucken, kommt der hinter mir hergeschwommen? Oder hör bloß weg hier. Okay. Der ist wasserscheu. Ich gehe nochmal zu Jerome. Ja, ich war eben noch in Mendozas Hütte. Hab natürlich keine Dietriche, aber ich will mal wissen, was Jerome jetzt sagt. Hey, über das Ansehen bei den Korsaren. Ja. Mal überlegen. Für ein Weichei. Aber letztere sagte er zu mir, als er wieder einmal stürzt, ja. Hält dich für einen fähigen Burschen. Das ja. Ein Brad hat mir erzählt, dass sie ihm bei der Jagd geholfen hat. Ja. Daher ist er dafür, dass du in die Crew aufgenommen wirst. Du hast es für mich die Strandwache übernommen. Ja. Klar doch. Ich bin vollkommen zufrieden mit dir. Ja. Du hast dich erfolgreich gegen Snipe behauptet. Okay. Viele Korsaren haben jetzt richtig Respekt vor dir. Du hast dich um das Alligatorenproblem ja. An unserer Küste gekümmert. Jetzt hat sogar der Alte vor dir Respekt. Seltsam. Haifisch Joe meint jetzt, dass du okay bist und in unsere Crew gehörst. Irgendwas musst du für ihn erledigt haben, sonst hätte er nie seine Meinung so krass geändert. Naja, soll mir egal sein. Du hast es geschafft. Die meisten vertrauen dir. Du hast den Männern bewiesen, dass du was drauf hast. Die Crew respektiert dich. Auch der Captain ist beeindruckt. Du kannst dich gleich bei ihm melden. Hä? Ich hab doch gewusst, irgendwas läuft doch hier quer. Nee, ne? Ich fass es ja nicht. So, Captain ist ja hier drinnen wahrscheinlich noch. So, da ist er. Ach, er macht trotzdem Hackfleisch aus mir. Dann ist ja gut. Was anderes habe ich auch gar nicht befürchtet. Ich fasse es nicht. Also habe ich die Mod hier... Geht nicht anders. Die habe ich verhunzt. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich die Mod verhunzt.
Tja. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Das ist ja echt seltsam. Mal gucken, wie das bei den anderen jetzt läuft. Ob die auch noch aggressormäßig drauf sind. Ist das wirklich wahr? Auf jeden Fall sind wir noch sehr... Ja, alles klar. Wer bist du denn? Red ist das, okay. Bird. Bird zieht seine Waffe nicht. Er bleibt da. Aber ich dachte, ich bin bei der Crew jetzt. Wieso hauen die ihm trotzdem noch meinen Schädel ein? Ich will das mal erzählen. Und du? Bist du auch noch? Humphrey ist nicht... Wir sprechen uns noch. Also, wieder mal zurückgeladen und jetzt spreche ich nochmal den Jerome an. Und was jetzt? Na was schon. Rede mit Mendoza. Wir sollten jetzt die günstige Situation nutzen und uns so bald wie möglich diese Schatzkarte verschaffen. Außerdem benötigen wir noch den Sextanten des Alten, damit wir von hier wegkommen können. Ach ja? Brauchen wir das jetzt wirklich? Und hey. Und was ist, wenn Mendoza mir wieder einen auf den Latz knallt? Was ist dann? Neuer Tagebucheintrag. So, der Captain. Ich habe genug Vertrauen bei den Korsaren erworben. Auch Mendoza ist endlich bereit, mit mir zu schapparechen. Sprechen, meine ich. Ja, ich und meine Wortspiele, ich weiß. So, wo ist Mendoza? Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Wo rennt er denn jetzt hin? Ich mach Hackfleisch aus dir, steht da noch Jones. Oh, zieht dann natürlich wieder seine Waffe und macht mich alle. Also... Mod ist leider gescheitert. Für mich. Tja, Leute. Tut mir herzlich leid. Jetzt wissen wir mehr, dass wir nichts wissen. Aber trotzdem danke für euer Zusehen. Schreibt Kommentare bitte, was jetzt da los ist. Vielleicht kennt ja einer die Mod und kann mir helfen, irgendwie aus diesem Dilemma herauszukommen. Und schenkt mir einen Daumen. Ich sage tschüss.